Die Käserei Lacteus Mojica ist ein Traditionsbetrieb. Hier entstehen jede Woche 40 Tonnen Käse für den mexikanischen Markt. Und jede Woche verbraucht der Betrieb 40.000 Liter heißes Wasser. Mindestens 70 Grad muss es haben, damit die Keime abgetötet werden. Dafür hat die Käserei jedes Jahr fast 100.000 Liter Flüssiggas verbraucht. Die Tanks dafür stehen auf dem Dach. Im Monat haben wir bislang 80.000 mexikanische Pesos für Gas ausgegeben. Jetzt sparen wir rund 30% ein. Rigoberto Mojica hat dafür viel Geld in die Hand genommen. Umgerechnet knapp 75.000 Euro hat seine 120 Quadratmeter große Solaranlage auf dem Firmendach gekostet. Jetzt wird das Wasser direkt durch die Sonne erhitzt. Doch es gibt immer noch etwas zu verbessern. Deswegen ist der Technikchef der Herstellerfirma Inventive Power da. Die große Herausforderung ist es, die Wärmeenergie, die von den Solarkollektoren kommt, in den konventionellen Prozess der Fabrik zu integrieren. Normalerweise arbeiten alle Betriebe mit Dampf, der mit fossilen Brennstoffen erzeugt wurde. Es ist schwierig, den Kunden beizubringen, dass sie das Gleiche mit einem Solarsystem erreichen können wie mit einem konventionellen Boiler. Den beiden Gründern der Solarfirma geht es nicht nur ums Verkaufen. Beide sind ehrgeizige Ingenieure und wollen jetzt die Effizienz der gesamten Energietechnik der Käserei verbessern. Jedes Projekt ist maßgeschneidert und wir brauchen einige Zeit, um den Energieverbrauch und die Kosten tatsächlich stark beeinflussen zu können. Kilometer weiter östlich, Mexiko-Stadt. Obwohl fast das ganze Jahr die Sonne scheint, sind Solaranlagen nicht sehr verbreitet. Angel Mejia auf dem Weg zur Messe. Drei Umweltmessen sind hier unter einem Dach, unter anderem die Intersolar Mexiko. Mejia will sich umgucken, sehen, was die Konkurrenz macht, aber auch neue Kunden gewinnen. Seine Firma Inventive Power hat einen eigenen Stand. Eines der Hauptziele hier auf der Messe ist, die Technologie bekannt zu machen. Sie ist jetzt bei mehr als 100 Firmen in Mexiko im Einsatz. Wir müssen also die Besucher davon überzeugen, dass es eine Technologie ist, die sich sofort einsetzen lässt. Trotzdem ist Solarthermie für industrielle Zwecke immer noch ein Nischenmarkt. Marisol Oropeza will das ändern. Mit Unterstützung der deutschen Regierung macht sie die Technik im Land bekannt. Es gibt einen Mangel an Bewusstsein. Es gibt viele Leute, die immer noch nicht wissen, dass man Sonnenenergie dafür benutzen kann, Wasser zu erhitzen. Viele Leute denken, man kann Sonnenenergie nur zur Gewinnung von elektrischem Strom benutzen. Wir müssen die Leute über diese Anwendungen aufklären. Die Solarfirma Inventive Power gibt es seit 2010. Seitdem hat die Firma 60 Solarthermieanlagen gebaut. Zusammen vermeiden die Anlagen 4.000 Tonnen Kohlendioxidemissionen im Jahr. Das Prinzip ist einfach. Das ist der Parabolrinnenkollektor. Die ganze Energie, die durch die Oberfläche eingefangen wird, wird auf diese Absorberröhre reflektiert. Diese wird sehr heiß und das durchströmende Wasser wird dadurch stark erhitzt. Der Kollektor muss im rechten Winkel zur Sonne stehen. Der Solarkollektor muss der Sonne am Tag nachgeführt werden, wenn er die größtmögliche Ausbeute erreichen soll. Dafür haben wir dieses Gerät entwickelt. Das ist eine Platine mit Sensoren und verschiedenen Komponenten, die das auf intelligente Weise erledigt. Zurück zur Käserei. Ein Vorzeigeprojekt für die Solarfirma. Käsereichef Rigoberto Mojica hofft derweil, dass seine Investition sich nach spätestens 5 Jahren rechnet. Fürs Klima zahlt sie sich sofort aus.